Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 80. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du dich um alles in unserem Leben kümmerst. Nicht nur für das Geistliche bist du da, sondern auch für das Körperliche. Du bist für unser Essen und Trinken, für alles sorgst du dich, um alles sorgst du dich und du bist unser Arzt, das hast du uns verheißen. Und wir danken dir, dass wir jetzt auch etwas von dir lernen dürfen, aus deinem Wort, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprechen möchtest und dass wir aus deinem Wort leben dürfen. Und das danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose 16. Die Israeliten hatten Angst, dass ihnen das Essen ausgeht und sie haben gemurrt und Gott hat auf wundersame Weise, auf großartige Weise ihnen zuerst Fleisch und dann Brot vom Himmel regnen lassen. Wir lesen in 2. Mose 16. Und dort Vers 15 und als die Kinder Israels sahen und als es die Kinder Israels sahen sprachen sie untereinander was ist das denn sie wussten nicht was es war Mose aber sprach zu ihnen das ist das Brot das euch der Herr zur speise gegeben hat Gott selbst hat vom Himmel ihnen Brot gegeben als ein typus auch wie wir noch sehen werden für das Wort Gottes aus dem wir leben das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. <laughs> jeder soll davon sammeln, so viele zum Essen benötigt, einen Gomer, je Kopf nach der Zahl eurer Seelen, jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Da gab es offensichtlich Menschen, die verantwortlich waren, auch für diejenigen, die in ihrer Familie waren. Die sollten nicht nur für sich selbst, sondern für ihre gesamte Familie Brot sammeln. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Das Wort Gottes ist immer ausreichend für jeden, der sich damit beschäftigt. Wenn wir nur ein paar Minuten Zeit haben oder uns nur wenig Zeit nehmen können, kann Gott genauso viel uns geben, als wenn wir viele Stunden darin beschäftigt sind es zu studieren. Wenn wir hinausgehen jeden Morgen und uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann ist ausreichend Nahrung, geistliche Nahrung, für uns vorhanden. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, <laughs> denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen, da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend und Mose wurde zornig über sie. So sammelten sie es jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Man musste früh am Morgen aufstehen, um die gute Qualität zu haben. Die beste Zeit für die morgenandacht um aus dem Wort Gottes zu leben, ist früh am Morgen. Wenn wir noch nicht von den Schwierigkeiten und den Verpflichtungen des Alltags gefangen genommen sind. Und es geschah am sechsten Tag. Da sammelten sie doppelt so viel Brot, zwei Gomer für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen Das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht, was aber übrig ist. Das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Offensichtlich hatten sie nicht extra viel gearbeitet an diesem Tag, aber sie hatten bei ihrer gewöhnlichen Sammlung doppelt so viel Ertrag gehabt. Das ist eine interessante Perspektive auch auf die Sabbatvorbereitung. Gott möchte nicht, dass wir den Freitag uns so abrackern, dass wir am Sabbat dann völlig erschöpft sind, sondern er möchte uns deutlich machen, dass er den Freitag auch in besonderer Weise segnet, damit wir am Sabbat ruhen können. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte, und es wurde nicht stinkend und es war auch kein Wurm daran. Da sprach Mose, Es das heute. Denn heute ist der Sabbat des Herrn, ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. Sechs Tage sollt ihr es sammeln, aber am siebten Tag ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. Es geschah aber am siebten Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben und niemand soll am siebten Tag seinen Platz verlassen. So ruhte das Volk am siebten Tag. Gott erinnert die Israeliten hier an etwas, das sie in Ägypten wahrscheinlich teilweise völlig aus den Augen verloren hatten, nämlich an den Sabbat, den wir aus 1 Mose 2 kennen. Den Tag, den Gott gemacht hat bei der Schöpfung für alle Menschen, damit sie sich Zeit nehmen über ihren Schöpfer und Neuschöpfer dann auch. Bei ihren Schöpfer nachzudenken. Und das war ein Gebot des Herrn, das die Israeliten zu befolgen hatten. Gott sagt selbst, dass es ein Gesetz war, das er ihnen gab. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna. Es war aber wie Koriandersamen weiß und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. Und Mose sprach: Das ist es, was der Herr geboten hat. Einen Gomer davon sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen damit sie das Brot sehen, mit dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten führte. Und Mose sprach zu Aaron, nimm einen Krug und fülle einen Gomer voll Manna hinein und stelle es vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure Nachkommen. Immer und immer wieder sehen wir, wie Gott sich wünscht, dass auch nachfolgende Generationen sein Wirken kennenlernen und daran erinnert werden, was Gott bereits getan hat. Wie der Herr, dem Mose geboten hatte. So stellte es Aaron dort vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Und die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Bis sie an die Grenze Kanans kamen, aßen sie das Manna. Sie hatten nach wenigen Wochen schon sich die Frage gestellt, ob sie überleben würden in der Wüste. Aber Gott hatte genügend Manna für 40 Jahre Wüstenwanderung. Gott hat Ressourcen, von denen wir nichts wissen, und er kann sich wirklich um uns kümmern auf unserer Lebensreise. Ein Goma, aber es ist der zehnte Teil eines Eva. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sinn ihre Tagereisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Refidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Werden sie jetzt Gott vertrauen? Darum stritt das Volk mit Mose und sie kamen und, und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Sie haben nicht verstanden, dass der Herr, der Brot geben kann, auch Wasser geben kann. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Schon wieder derselbe Gedanke. Und wir sehen hier die Gefahr, dass... Wie schlimm es ist, wenn wir nicht aus all den Wundern lernen, die Gott für uns tut. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du für uns sorgst und danke, dass du uns auch den Sabbat geschenkt hast, der uns daran erinnern soll, dass du unser Schöpfer bist und dass du aus dem Nichts etwas machen kannst für uns. Bitte gib, dass wir das verstehen und auch im Herzen bewahren. Im Namen Jesu. Amen.